Ja Mensch, herzlich willkommen zu diesem Video und diesmal bin ich nicht alleine, denn ich habe einen Gast dabei. Ja, hallo, ich bin der Tintex. Ich bin, sage ich mal, recht neu noch auf YouTube und ich mache seit einem Jahr circa Videos zu Rise of Mordor, in Form von Mod-News und Fraktionsvorstellungen. Genau, und Rise of Mordor ist das Stichwort für uns, denn das offizielle FAQ wurde geupdatet. Wir haben das für euch übersetzt und haben damit die Fragen auf Deutsch und werden sie beantworten. Vorneweg, die eine Hälfte der Fragen wird bei mir beantwortet und die andere Hälfte der Fragen findet ihr bei Tintex auf dem Kanal. Den werde ich natürlich jetzt hier verlinken im Video und auch in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu dem Video direkt. Und vorneweg kann ich auch noch sagen, wir haben einen Steam-Guide zu Rise of Mordor und eine Steam-Gruppe. Die Links dazu findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung. Ihr könnt der Steam-Gruppe gerne beitreten und das würde uns sehr freuen. Aber jetzt starten wir auch mal mit den Fragen. Wann wird die Mod released? Die Mod ist ein Hobby, um das wir uns in unserer Freizeit kümmern. Deshalb haben wir keine festen Daten. Die Öffentlichkeit wird Rise of Mordor nicht vor 2018 spielen können. 2018 kommt zudem nicht die finale Version. Trotzdem gibt es im Forum ein mysteriöses Rätsel, das als Prophezeiung dienen könnte. Leider hat es bis jetzt keine Antwort gegeben. Wo wird es die Mod zum Download geben? Muss man bezahlen? Die Mod wird es auf ModDB und TV Center geben. Ein Release auf Steam ist unwahrscheinlich, weil die Dateien einfach zu groß sind. Vielleicht wird ein Teil in Steam angeboten, der andere müsste dann aber dennoch extern geladen werden. Die Mod ist ein kostenloses Projekt und wird kein Geld kosten. Wir werden auch nicht bezahlt. Wie viele Fraktionen sind geplant? Für den Release 1.0 sind 19 Fraktionen geplant. Diese Zahl kann sich aber in Zukunft noch ändern. Was ist mit Fraktionen wie Variax und Dorwinion? Diese waren vorher auf der Liste für geplante Fraktionen. Wo sind diese jetzt? Dorwinion wird von 3 Einheiten in der Armee Tals vertreten. Umbar wird in der Armee der Haradrim vertreten sein. Variag, Wagenfahrer und Balchott werden vereint in einer sehr umfangreichen Auswahl an Einheiten der Ostlinge. Hier sind auch die bekannten bronzefarbenen Einheiten aus den Filmen enthalten. Die Orokani werden in der Armee Erebors vertreten sein. Was sind die Pläne für Arnor? Arnor wird 2 leicht unterschiedliche Armeen haben. Die erste repräsentiert das verlorene Königreich, wie es während der Ringkriege war. Die andere repräsentiert die Zeit, nachdem das Königreich und König Elsa wiedervereint wurden. Letzteres enthält die ikonischen Soldaten aus dem Prolog. Dennoch empfanden wir die erste Armee als viel zu klein, deswegen haben wir diese vorerst auf Eis gelegt, bis es eine Kampagne gibt. Das verlorene Königreich wird eine Hordenfraktion sein. Vorübergehend werden wir die zweite Armee, also die Wiedervereinigte, im Gefechtsrelease behalten, da diese eher für Gefechte geeignet ist. Die Waldläufer werden jedoch nicht auf Eis gelegt. Sie werden in der Armee von Bruchtal vertreten sein, nicht in der wiedervereinigten Armee Arnors, da dies die Logik und die Geschichte zulässt. Wird es Bestien wie Trolle geben? Ja, mit einigen Modellen und Animationen. Werden Zwerge Ziegenkavallerie? Nein, Zwerge können Kavalleriesöldner von Tal anheuern. Was ist mit Musikmodding? Wir haben Informationen erhalten, dass dies möglich sein soll und wir glauben dieser Quelle. Dennoch wird es viele Stunden benötigen, um genau herauszufinden, was genau wir alles verändern können. Sucht das Team nach Testern? Zurzeit nicht, aber in Zukunft ja. Kann ich helfen? Und wenn ja, in welchen Positionen? Es werden 3D-Charakter-Künstler, 3D-Gebäude- und Umweltdesigner und 3D-Charakter-Animateure gesucht. Ihr könnt uns auch helfen, indem ihr Leute kontaktiert, die die Fähigkeiten für die eben genannten Positionen mitbringen und ihnen von der Mod berichten. Die Qualität der Arbeit sollte dann aber schon passen. So, das waren alle Fragen bisher. Danke an Tintex für die Fragestellung. Ich denke, das war nicht das letzte Video, was wir zusammen gemacht haben. Und wie gesagt, schaut mal bei ihm vorbei und guckt euch da die anderen Fragen an. Außerdem nochmal die Information, schaut in die Videobeschreibung und tretet der Rise of Mordor Steam-Gruppe bei. Das wär's für dieses Video. Man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao.